Heute habe ich einen weiteren Titel, den ich schon vor einer Weile im Summelcast gesehen habe, und zwar Gabriel Dropout. Mit einem wesentlich einfacheren Namen als die vorherige Serie. Ist ja von den Machern von Himuto Umaru-chan. Oder Gamen Umaru-chan. Merkt man vom grafischen Stil her. Geht um einen Schmuddelengel auch, also um eine faule Person, das ist die Hauptperson. Ist recht witzig. Also auf alle Fälle sehr unterhaltsam. Und, oh, hier sind einige Extras mit dabei. Und zwar vier Artcards, ein 12-seitiger Bonus-Manga, ein 4-seitiges Booklet. Und Teil 1 von 3 spielt des ewigen Lebens. Weiß ich gerade gar nicht, ob das in der Serie vorkam. Egal, schauen wir es mal an. Ja, ein Engel auf Abwägen, eigentlich Musterschülerin, aber sobald sie in der Menschenwelt ist und den Komfort von Online-Spielen und so weiter sofort erfahren hat, will sie gar nichts anderes mehr machen. Ja, drauf haben wir hier die Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln, Bildformat 16 zu 9 Full HD, Ton ist 2.0, Episoden sind 1 bis 4, also geht das Ganze 100 Minuten. Dann haben wir hier nochmal den Sammelschuber. Und das Ganze kommt in so einer Box. Hier haben wir den Bonus-Manga. Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher, ob ich das zeigen darf kann. Ich blätter das mal ganz schnell durch. Ich weiß gar nicht, ob hierzulande dazu der Manga erscheint. Ob so. Dazu einen richtigen Manga. Eigentlich gibt es zu allem einen richtigen Manga. Achso, hier haben wir erstmal noch das richtige Volume komplett. Und das Innere. Was so aussieht. Satania, und von der habe ich den Namen vergessen. Gut, holen wir erstmal das raus. Hier haben wir noch die Disc. Dahinter ist nichts. Dann haben wir hier die vier Art Cards. Beiden Dämonen. Sehr süß. Jetzt muss ich mal gucken, ob die doppelseitig wird. Nein, auf der Rückseite sind 1, 2, 3 und 4. Sind sogar beschriftet. Dann das Booklet. Ach, das zählt als vierseitig. 1, 2, 3 und 4. Naja. Ja, sind viele andere Extras dabei. Und den Teil 1 vom Spiel. Dann wird das hier wahrscheinlich das Spielfeld sein. Und bei den nächsten ist dann Spielfiguren oder sowas mit dabei. Hier oben ist der Start. Komm, stell scharf, du Ding. Echt interessant. Und dann ist das hier das Ende. Ach ne, weiter, Volume 2. Dann muss man sich wahrscheinlich selber noch Spielfiguren irgendwie zurechtzählen. Folgt der Handlung bis zum Ziel. Okay. Ach, dann. Das ist recht cool. Dann ist das wahrscheinlich, fungiert das hier als Episodenguide. Müsste ich mich mal kundig machen, wie die japanische Version entschieden ist. Und wenn das von Kase kommt, Hut ab. Geile Idee. Ja, dann einiges drinne. Bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Falls euch die Box gefallen hat und ihr euch das gute Stück auch sichern wollt, verlinke ich euch mal einen Link zu Amazon in der Videobeschreibung, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.